Wissenschaftlerin zu sein bedeutet für mich, Neuland zu betreten. Mein Name ist Petra Ritter, ich bin hier Professorin für Gehirnsimulation hier an der Charité und am BIH, Berlin Institute of Health. Ich habe Medizin studiert hier an der Charité und habe während des Studiums dann schon gemerkt, dass mich das Gehirn ganz besonders reizt, dass es mich interessiert. Und ich fand das aber auch sehr enttäuschend, wie wenig man eigentlich darüber versteht. Damals während des Studiums hatte ich dann die Idee, so eine CD-ROM zu erstellen, wo alles Wissen über das Gehirn drauf ist und wo man dann mit schönen Visualisierungen das versteht und die Zusammenhänge besser erkennt. Und jetzt haben wir tatsächlich dieses gesammelte Wissen, aber nicht auf einer CD-ROM, sondern auf Supercomputern. Ein Projekt, das jetzt gerade startet, das koordiniere ich hier an der Charité, das hat den Namen Virtual Brain Cloud. Und da geht es darum, viele verschiedene Daten von Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen zu sammeln und für alle Teammitglieder und eben auch Forscher außerhalb des Konsortiums zugänglich zu machen. Und zentral in diesem Projekt ist das Virtual Brain, das heißt ein Computermodell, was die verschiedenen Informationen integriert und es dann ermöglicht, Mechanismen, die der neurodegenerativen Erkrankung zugrunde liegen, zu erkennen. Das Ziel am Ende ist es, Gehirne von Patienten am Computer simulieren zu können und dann eben bei bestimmten Krankheiten, Epilepsie oder zum Beispiel auch der Parkinson-Erkrankung, Stimulation von Gehirn oder operative Eingriffe am Computer erstmal zu testen und dann die beste Therapie für den einzelnen Patienten zu finden. Das Besondere an meinem Forschungsfeld ist, dass das Forschungsobjekt ein sehr komplexes System ist. Und um das zu verstehen, braucht man viele Gehirne. Zum Beispiel in unserem Labor sind wir ungefähr aus 10 oder 12 verschiedenen Ländern und sie haben unterschiedliche Dinge studiert. Mathematik, Informatik, Medizin, Biologie, Psychologie. Und wenn die dann zusammenkommen und zusammen etwas Neues entstehen lassen, das ist das, was mir große Zufriedenheit gibt.